Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA Mobile 21. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir gehen sofort rein. Wir schnacken nicht lange rum, sondern das Wichtigste sind heute die Teams. Teams, 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 Teams. Weil ich komme mit den ganzen Kommentaren nicht hinterher. Ich kann nicht alle Teams bewerten. Aber wenn du auch beim nächsten Mal eventuell dabei sein möchtest, weil ich kann dir nichts versprechen, weil es sind zu viele Kommentare, es sind zu viele Teams, die ich bewerten soll. Aber um halt quasi in den Topf zu kommen und mit etwas Glück dabei zu sein, müsst ihr einfach kommentieren mit eurem Teamnamen, also euren FIFA Mobile Namen, eure Gesamtbewertung und eure Liga. Euren Liganamen, FIFA Mobile Namen und die Gesamtbewertung. Ganz easy peasy, wir starten mit dem Lord Lasse. Und der Lord Lasse hat einen 127er Team? Das ist doch das Falsche, oder was? Was spielt er denn jetzt hier? Ne, das ist sein Team. 127. Oh, Lord Lasse, das tut mir leid. Du kriegst 0 Extrapunkte, ne? Das weißt du. Das weißt du. Borja Iglesias, Sané, Sancho. Was war eigentlich mit Sané bei den Länderspielen los? Was geht denn bei ihm ab? Also, wenn er so auch bei den Bayern spielen kann, Hut ab. Also, da Sané schmeckt. Schmeckeli, schmuggeli, schmockt. Muslera, Promis, Ballack, Heuberg, Meunier. Ja, ein stabiles Team. 2 wären zu wenig. Ich gebe dir 3. Komm, ich kneife ein Auge zusammen. 4 wären zu viel. Ich gebe dir 3. Und ich denke mal, mit 3 kannst du zufrieden sein. 3 von 10 insgesamt auch. So, dann haben wir den lieben Alexander. So wird der aber geschrieben. Alexander mit der Liga Rush. Alexander, ja, er ist richtig geschrieben, aus der Liga Rush mit 150, 55 oder so. Gucken, wo Rush steht. Ich hoffe, dass ich ihn finde, weil wenn ich ihn jetzt nicht finde, wäre es ziemlich ärgerlich. Und ich glaube, ich finde ihn nicht. Ah! Och, bitte nicht. Och, nee, es ist kein Alexander da. Oder er hat seine Liga gewechselt, kann auch sein, aber das weiß ich ja jetzt nicht. Es könnte theoretisch sein, dass es hier der zweite ist. Debi Lana. Aber sicher bin ich mir halt nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Team wird dich umhauen. Ich sehe schon die Gesamtbewertung. Also, Schnippe. Bundesliga Just for Fun 191. Und das so früh in der Folge heute. Ach du heilige Scheiße. Er hat 540 Chemistry. Hab ich auch noch nie gesehen. 540 Chemistry. Einfach einen Lothar Matthäus Prime. Zidane, Dybala, Llorente, Hernandez, Tomori, Vidic, Mario Fernandes, Schweinsteiger, Oblak, Zucca Prime. Ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn hier 191 keine 10 von 10 bekommt, wer soll denn sonst 10 von 10 bekommen? Natürlich ist das ein 10 von 10. Ach du Scheiße, meine Fresse. Junge. So, dann haben wir den Dr. Strange. Dr. Strange, 160. Deutsche Liga, da ist er. 160, das sind auch 5 Punkte. 5 Punkte. Hättest du 159, wären es 4 Punkte. 160. Er hat einen Ndiaye. Ja, kann ich mich kurz halten. Das sind 4 aus meiner Sicht. Klar, mit Maradona, Beckham, Robben, Gerrard. Alles geil. Aber so ein Ndiaye, Minks und so. Ja, es ist halt trotzdem eine sehr gute Bewertung. 4 Punkte, 4 plus 5 sind 9 und 9 von 10 ist mega. 9 von 10 sind mega Punkte und vielen Dank für deine Einsendung. So, dann Def Mare, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. The One, da ist er. 158, 4 Punkte, Sané, Serge Gnabry, Patrick Schick, Robin, Beckham, Gerrard, Pires, Trapp, Hummels, Niakate, Kimmich. Sind auch keine 5 Punkte, sind 4 Punkte. Und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10 für dich. Natürlich ein sehr, sehr starkes Team. Aber wenn ich hier Teams mit 8 Punkten bewerte, 9 Punkten bewerte, dann fehlt ja nicht viel bis zur besten Bewertung. Ne? Und nicht jeder kann ja irgendwie 10 von 10 bekommen, ist ja auch klar. So, jetzt kommen wir zum HSV-Fan. HSV 20. HSV 20, pur Wookies. 146. Das heißt, 2 Pünktchen. 2 Pünktchen. Und was macht denn der HSV 20 hier? Ich glaube, das Sommer-Event hat er richtig gefühlt. Kann das sein? Gebe ich dir 3. 3 plus 2 sind 5. Du kriegst die volle Hand. 5 von 10 Punkte. So. Asi. Klapsu? Asi Walker. Ja.
135er Team bedeutet 0 extra Punkte. Und für das Team Rüdiger finde ich gut. Van Dijk, Odriozola, Zinchenko, Abwehr sieht gut aus. Mittelfeld Moriba, Lo Celso. Ja, also aus meiner Sicht reichen da 3. Also 3 Punkte kriegst du von mir. Weil 4 wären zu viel. 2 zu wenig, deswegen 3. 3 von 10 insgesamt. Weil du kriegst auch keine extra Punkte, weil du 135 hast. Und extra Punkte gibt es erst ab 141 derzeit. Okay, das ist auch wieder ein Name. Ich glaube, da werde ich es relativ schwer haben, den Kollegen zu finden. Inzaghi heißt einfach nur. Inzaghi aus der Liga Hannover oder so. Hannover mit einem E, mit einer 3 geschrieben anstatt dem E. Und ich glaube, Kollege, du hast Pech, weil Inzaghi gibt es halt so oft. Ich kann euch nur ans Herz legen, im neuen FIFA Mobile Part, da werdet ihr wieder sicherlich die Möglichkeit haben, euren Namen anzupassen. Und nehmt einen Namen, der definitiv nicht 2, 3, oder der halt nicht oft vergeben wird. Weil dann habt ihr nicht mehr das Problem, weil Inzaghi gibt es halt, es gibt so viele Inzaghi-Fans, Philippe Inzaghi. Ja? Und deswegen ist klar, dass es schwer ist, den zu finden. Ich weiß auch nicht, warum nicht alle angezeigt werden oder ob man, wieso man nicht sortieren kann nach der Gesamtbewertung und so weiter. Also ist auch natürlich auch von EA Lost gemacht, muss man auch dazu erwähnen. Aber wenn man euch, wenn man sich umbenennen kann, dann macht irgendwie Inzaghi 1.5 cool. Ne? Keine Ahnung. Zum Beispiel er hier, Ette. Ette 361. Safe gibt's nur einen. Safe gibt's gar keinen. Oder es gibt gar keinen. Ette, vielleicht hat er sich verschrieben. Ette 361. Ne, ich hab's genau so geschrieben, wie ich es gerade, oder genau so, wie er es kommentiert hat. Ette 361. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass es nur einen gibt, aber es gibt gar keinen. Noch besser. Kappa. Okay, dann ist die Gurke 9. Gurke 9 das letzte Team für heute. Wollt ihr mich alle verarschen gerade? Wollt ihr mich alle verarschen? Gurke 9 gibt's nicht. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Gem King. Der Gem King muss es geben. Ja, sage ich ja. Gem King gibt's. FIFA Magic, da ist er. Sage ich ja. Leute, Gem King hat die Ehre, mit dem letzten Team oder mit dem letzten Team dran zu sein. Und eine Frage, die ich mich direkt oder die ich hier direkt im Kopf habe: Boyata als Linksverteidiger? Schwierig. Schwierig. 121 Tempo, 134 Abwehr-Endika. Boyata. Also als Hertha-Fan würde ich natürlich Boyata spielen, aber Endika ist einfach besser. Deswegen keine Ahnung. Du kannst ja Boyata. Also ein Linksverteidiger würde ich dir noch ans Herz legen, definitiv. Ansonsten sieht das gut aus. Ich gebe dir 4 Punkte für das Team. 4 Punkte, 4 plus 5 sind 9. 9 von 10 nochmal am Ende hier. 9 von 10 nochmal am Ende raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Und Tschüssikowski.